Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und direkt zum Bosskampf. Ach nee, erstmal heilen wir uns. Ja, und ich bin auch da. Ja, na, das interessiert ja keinen. Oh. Wer ist denn hier der Star? Na, du kannst jetzt auch alleine kämpfen. Ich meinte eigentlich Landstand, aber auch ein Gegner noch? Der Glutdämon. Sag mir nicht, du baust ein Luftschiff, richtig? Das ist genau, was die letzte Gruppe gesagt hat, bevor ich sie eingeäschert habe. Oh. Aha. Okay. Ach stimmt, das war die Höhle, wo schon Leute da waren, ne? Haben wir gar nicht gefunden, hätten wir ja ausbeuten können, die Leute. Boah. Boah, ich hasse das, dass die alle so perfekt nimm das Kraut, würfeln. Nimm das Kraut. Ginseng. Ginseng? Ja, Ginseng. Benutze dieses Kraut, um 3 Gift, Blutung und alle Elementareffekte zu kurieren. Ja. Sehr schön. Okay. Ja, ich sag ja. Das gut, das sollte ich haben. So, also, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne, der macht ja Elementarschaden. Ich würde gerne unseren Elementarwiderstand machen. So. Sehr gut, hat funktioniert. Das sollte jetzt einiges an Wirkung haben, hoffe ich. Ich will das Schwert von ihm haben. What? Okay. Ja, sicher. Ach, hätte ich mal vorher noch ein Level up gehabt, schade. Fast. Ich kann übrigens uns nicht mehr heilen. Ich habe nichts mehr. Kein Blatt. Hätte ich eigentlich auch die Waffe wechseln können. Sehr aufbauend. Oh, ist leider so. Tut mir leid. Ich kann uns auch noch physischen Schutz draufhauen. Ich weiß nur nicht, ob der so physischen Schaden macht mit dem Schwert. Aber Waffe kannst du doch wechseln, oder? Ja, muss jetzt aber auch nicht. Die macht auch so deutlich mehr Schaden. Achso, ich könnte das die Aussetzerwaffe nehmen. Soll ich die Aussetzerwaffe holen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Zurücksetzen war die erste, glaube ich, oder? Ja. Ja. Nee, hä? Warte mal. Vitalisumpf. Nee. Hä? Die hatte doch. Ach hier, zurücksetzen, ja, die Babat. So, die habe ich jetzt, aber ich muss natürlich jetzt im Zug warten, ne? Ah, ich hätte mal Ginseng nehmen sollen, wenn ich blöd. Ich renne ja. Der verbrennt und so Schriftrollen. Ja. Moin. Was für ein Arsch. Mist. Gibt's doch nicht. Kein Fokus mehr, ne? Wahnsinn. Das Gute ist, wir beide können einmal sterben quasi. Ja, ja, da war es jetzt soweit. Jetzt ist natürlich mein Dings weg. Okay, naja, jetzt brenne ich auch nicht mehr. So, dann versuche ich jetzt mal zurücksetzen bei dem. Sehr gut. Haha. Ja, das sehr war schön. Gut. Ja, zurücksetzen ist super. Ich brauche die neue Waffe. Aber die kostet so viel. Jetzt wurde mir ja noch mein Geld geklaut. Und immer wenn ich Geld habe, muss ich die scheiß Heilkräuter kaufen und alles davor ausgeben. Kann die Waffe mir nie leisten. Das ist doch nicht wahr. Ah, Mist. Also die Würfelwerte hier sind auf jeden Fall schlechter geworden mit dem Schwert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es am Schwert hängt oder am Level oder am Gegner. So, der ist wieder zurückgesetzt. Na gut, solange der nicht zum Zug kommt, ist gut. Yep. Das kann ich ja die ganze Zeit machen, also. Einmal Fokus habe ich auch noch, also einmal klappt auf jeden Fall nochmal. So, machen wir gleich wieder. Bye bye. Ab jetzt wird es unsicherer, ob ich ihn treffe oder nicht. Hä, ja, der ist ja trotzdem so früh dran. Das verstehe ich jetzt nicht. Der wurde ja gar nicht zurückgesetzt. Wenn er nochmal drankommt. Also ich habe pro Slot habe ich eine Chance von 45% richtig zu würfeln. Ich glaube, das war mit anderen Waffen definitiv höher. Na, mal, guck's dir an, das ist Wahnsinn. Oh, bitte nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Okay, du solltest es überleben, hoffe ich. Gut. Phew. Jetzt machen wir fertig. Sehr schön. Aber die Waffe sieht echt toll aus, das Schwert. Also schon hübsch. Und ich habe Level ab. Gib mir die Waffe. Ja, das Schwert ist so. Das Feuerschwert ist schön. Wie kriegen wir nicht? Schade. Letzte Vorbereitung, bevor du vorfährst. Wie? Achso, jetzt habe ich bereit gedrückt. Können wir zelten? Also ich habe kein Zelt, aber nee. Ihr habt noch Zelte. Nee? Schade. Achso, aber es kommt eh nur noch. Guck mal, da kommt ja kein Gegner mehr. Ist ja nur die Kiste.
Es könnte auch ein Sarkophag sein. Ne, ist eine Steintruhe. Ne? Dann gucken wir mal. Mal sehen. Sehr schön. Okay. Boah, ihr habt so viel Kohle, ey. Krass. Bücher sind immer gut. Können wir wieder tolles Zeug kaufen. Yay. 4 Stück. Sehr schön. Huch. Diese unsterbliche Glut kann benutzt werden, um ein Luftschiff anzutreiben. Yay. Aha. Benutze dieses Kraut auf Reisen, um +4 Bewegung zu erhalten. Benutze es im Kampf. Okay. Oh. Auch schön. Okay. Ich brauch's nicht, aber falls es einer von euch braucht, kann ich denen das dann geben. Warum brauchst du die eigentlich nicht? Ich meine, du hast auch schon eine relativ alte Rüstung. Ich habe, die gut ist für meine... Oh, Moment. Das Chaos ist geschwunden. Wir haben eine Chance. Yay, da war's wieder. So, weil meine Rüstung, warte mal, jetzt muss ich mal kurz vergleichen, magische Lederrüstung. Ich brauche halt keine Stärke. Also ist natürlich geil mit der Rüstung und dem Widerstand, aber ich habe halt bei mir auch Fluchimmunität, Tierintelligenz plus. Ja, Quatsch. Soll ich die mal einen von euch rübergeben, dass du mal vergleichen kannst? Mhm. Bitte erstmal mir. Ich gebe die mal dir. Ja, wegen der Stärke wäre wahrscheinlich bei dir sogar eher. Warte mal, was macht Stärke? Stärke. Gibt's nicht. Da, Stärke. Sie beeinflusst die Genauigkeit mit Klingen und Hiebwaffen. Hättest du ja gerade tatsächlich. Hast du mir jetzt was gegeben? Ja, die Rüstung. Magische Rüstung heißt die. Hätte mehr Rüstung, hätte mehr Widerstand, aber weniger Ausweichen. +5 Stärke allerdings. Ja, das ist, glaube ich, echt gut. Jo. Ich ziehe sie mal an. So, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt nach Vendero begeben. Da links. Guck mal erstmal da unten, da ist ein Steinheld. Da kriegst du voller Fokus und 100 EP. Ja, aber nicht Landstand, oder? Ist doch egal. Achso, ja, die hat schon Fokus voll. Nee, lass mal uns einen das holen. Das ist ja Quatsch. Lass die mal schon mal da hinziehen, ja. Vielleicht kommt ja hier nochmal ein Gegner, dann brauchen wir vielleicht nochmal Fokus, bis wir da angekommen sind. Ich würde sogar dir fast lassen, weil ich brauche den jetzt nicht. Ich habe ja noch 2. So. Denn, nee, da will ich nicht lang. Wollen wir da durch die Eule gehen? Will ich nicht. So, einmal kann ich noch. Okay. Oh, sehr schön. Ja gut, dann hol ich mir das jetzt. Ja, ja, sollst du ja. Weil du hast ja gar keinen Fokus gerade gehabt. Dann brauchst du es in der Stadt auch nicht aufflixen. So, sollen wir eigentlich auch mal... Ich meine, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, klar. Ja. Aber danach vielleicht den einen oder anderen Kampf machen von dem Zeug, was hier rumsteht. Ja, einfach vielleicht. Also wir müssen unbedingt leveln, das wird ja nichts hier. Ja. Ich meine, die Gegner leveln zwar mit, aber... Ich habe auch keine Kohle, also ich kann mir jetzt auch keine Kräuter kaufen. Aber ich habe genug Geld. Ich gebe dir einen aus. Na gut, dann... Aber ich heile ja auch uns alle, ist eigentlich gemein. Ich meine, ihr braucht nur Waffen kaufen. Ich muss jedes Mal Heilkräuter kaufen und kann mir deswegen keine Waffe mehr holen. Oh, du tust mir so leid. Aber ist ja so. Achso, Landstand ist dran, sag doch was. Oh. Tote Abenteurer. Na, weiß ich nicht. Dünder? Achso. Jetzt hat sie auch ein Jahrmarktsticket. Na wunderbar, jetzt können wir alle auf den Jahrmarkt. Und Raumstiefel. Oh, die sind für mich tatsächlich super. Warte mal. Ja, sind sie? Ich glaube. Ja, die sind besser als meine, glaube ich, oder? Habe ich die gleichen? Nee, Moment. Vielleicht sind es auch die gleichen? Ich habe es gerade nicht so gesehen. Ja, du hattest auch so lustige Schuhe, ja, stimmt. Nee, meine sind schlechter tatsächlich von den Werten. Hier sind +5 Talent und Glück und bei mir sind es nur 3. Ja, die sind besser als meine. Kannst du mir wirklich geben. Yay. So, es gibt hier 3x Gottesbad. Das ist doch schon mal was. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wer sie kauft. Eine Drachenpfeife, okay. Aber erst einmal ausruhen. Ja. Oh, was ist das da links? Der Rüstungshändler. Hä? Ist aufgegangen, ganz links. Ja, aber ich habe halt eh kein Geld, also ich kann da eh nichts kaufen. Bringt mir nichts. Ich muss jetzt erstmal hoch. So, ich muss jetzt erstmal schlafen gehen. Und dann bin ich auch schon pleite quasi.
Okay, jetzt Moment mal. Landstand kann dir die Schuhe geben, die du haben wolltest. Ja, das wäre wunderbar. Traumstiefel, ja. Also ich würde ihn nicht anziehen. Oh, doch, die sind viel besser als meine. Also gut, die Wahrnehmung ist halt schade, aber ansonsten wie. Oh. Da braucht sie nichts bei den Diensten. Kann sie irgendwas kaufen? Also mal fast 400 Gold. Soll sie den Gottespart kaufen? Und dir dann geben? Das wäre ganz nett, weil ich kann wahrscheinlich keine mehr kaufen. Und sonst haben wir keine Heilung mehr. Also ich meine, es kommt ja nicht nur mir zugute. Ja, schon verstanden. Kommt uns allen zugute. Naja, ich kann halt keine Waffen mehr kaufen, weil ich immer unsere Heilung habe. Ist halt so. Und die neue Waffe wäre echt gut, die laute, weil die halt, ja, das Zurücksetzen hat. So habe ich halt eine Scheißwaffe, die nichts sonst kann, außer Zurücksetzen. Ich brauche die unbedingt. Oh, scheiße. Was denn? Jetzt bin ich eingesperrt. Zwischen... Ja, oh, ja, und der Rüstungstyp ist weg. Na, super. Na, das ist schade. Hätte man mal gucken können. So, ich muss jetzt erstmal Sachen verkaufen, sonst kann ich ja gar nichts mehr machen. Hä, warum bin ich jetzt nicht in der Stadt? Hallo? Stadt? Danke. So, was kann ich denn verkaufen? Nee, die macht Gruppenheilung, das geht nicht. Was macht die andere Gruppenheilung, die ich habe? Nee, okay, Waffen geht nicht. Der Hut. Erfüllung, Verängstigung, Fluch, eigentlich auch gut. Muss mal hier kurz ein bisschen schauen. Ja, kein Problem. Der kann weg. Und aber auch nicht viel. Dieses Stunden... Ich will mal die roten Sachen irgendwie nicht verkaufen, weil ich immer denke, es ist eigentlich so schön, aber eigentlich bringt es auch nichts. Lebenspunkte, Kampf, Initiative, Angriff, Häufigkeit, Schleier. Ich kann es nicht verkaufen. Die kann weg. Die können weg. Die können weg. Okay. So, ist sonst noch was? Oh, die Schriftrollen bringen auch ziemlich viel, tatsächlich, wenn man die einfach verkauft. Die haben wir eigentlich noch gar nicht benutzt. Ne, was heißt eigentlich? Verkaufen. Überhaupt noch nicht. Das ganze Spiel noch nicht. Ah, ich verheiße mal nicht, dass man die vielleicht jetzt doch demnächst gebrauchen kann. So, wie teuer ist hier die Laute? Wo ist sie denn? Hä? Gab's hier nicht die Laute eigentlich? Nee, das war in der anderen Stadt. Ach so. Oh, okay. Ja, gut. Ah, hätte eh nicht gereicht. Die hat 200 noch was gekostet. Okay. Okay, Dienste brauche ich nicht. Questbrett? Wollen wir eine Quest annehmen auf dem Questbrett? Dann kriegen wir da halt Zeug. Wir könnten ja halt eine Quest machen für Gruppen-EP, damit wir mal ein bisschen steigen. Ja. Oder warte mal, ich gucke erst den Gegenstand an. Oh, okay, ich glaube, wir müssen die Gegenstandsquest machen. Warum? Was gibt's? Es gibt einen Obsidian-Bogen, Seltenwert. Und zwar 40 körperlicher Schaden, Glas... Ach, das ist wieder Glasfeil zum Beispiel. Ja, aber steht irgendwas, wenn du da mit der Maus mal drauf gehst auf Glasfeil, steht dann irgendwie Verbrauch nach 8 Mal oder sowas? Irgendwie... Ich schaue gerade tatsächlich. Yep. Zerbrechlich. Waffe wird bei einem kritischen Fehler zerbrechen. Die ist zerbrochen, die Waffe. Aber was ist ein kritischer Fehler? Ich nehme an, wenn wir richtig scheiße würfeln wahrscheinlich. Das heißt? Oh, ja, blöd. Aber wir könnten es trotzdem machen. Ich meine, den hat's denn dabei. Wir können den bei Bossen benutzen, bis er halt kaputt ist und dann wechselt es auf ihren anderen Bogen. Ja, gute Idee. Also ich denke mal, kritischer Fehler ist dann tatsächlich, wenn du alle Würfel daneben haust. Das kann ich mir vorstellen. Das wird wahrscheinlich passiert sein dann. Aber solange du noch Fokus hast und immer einen Fokus einsetzt, passiert ja nichts. Ja, da den nehmen wir am besten auch wirklich nur bei krassen Monstern. Also nicht dann bei irgendwelchen Mobs hier auf der Karte. Die bisher ja so total leicht sind hier. Also, Erforschung. Hilfe gesucht, um einen sicheren Weg nach Heiligtum des Wohlstands aufzutun. Reise dorthin, um die Belohnung zu erhalten. So, keine Ahnung, wo es ist. Wir werden es gleich herausfinden. Ernsthaft, da waren wir doch gerade. Na gut. Na gut, aber ich muss jetzt erstmal da unten rauskommen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal zu dir kommen. Ist ja nicht so das Problem. Warte mal, ich bin noch dran, ne? Dann stelle ich mich jetzt hier mal neben das Viech.
Aber wir können auch nicht, ne? Ach doch, wir könnten so schon kämpfen, tatsächlich alle. Wollen wir? Oder? Ach nee, ja, du bist ja ganz schön verletzt, ne? Ja, aber ich komme da ja eh nicht raus. Also entweder warten wir jetzt, bis der Tag wieder anbricht. Das sind 4 Runden. Vielleicht kannst du irgendwas mit Hinterhalt machen. So? Reicht es? Nee, keine Ahnung, sind 83%. Oh, gut. Okay, der andere Gegner ist weg, schön. 158, mein Gott. Okay, ich weiß gar nicht, was der für einen Schaden macht. Ich greife das mal an, weil ich nicht weiß, ob der elementar oder physisch macht. Oh, sehr schön. Ordentlich gewürfelt. Ja, der macht wahrscheinlich magischen Schaden. Oh, sollten wir aber gut schaffen. Ja, vielleicht können wir ihn sogar erledigen. Saigo, bitte nicht ganz so nah an den Lüfter ran. Dankeschön. Hast du deiner Katze nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt heute? Nee, die liebt einfach nur diese warmen Lüfter. Das ist halt für die so kuschelig warm. Hast du keine Heizung zu Hause? Ja, ich hab die immer aus. Ist mir zu warm mit der Heizungsluft. Nein! Okay, Gift. Gift ist blöd, das hält sich. Dreifach sogar. Boah. Oh, okay. Krass. Das ist schade, das hätte man sparen können. Aber ist ja weg, das Gift. Ne, es bleibt das Gift, ne? Ja, Gift bleibt. Feuer war weg. Er muss ja auch nochmal in die Stadt latschen. Zur Heilung. Oh, sie ist ja noch in der Stadt. Das ist ja gut. Stimmt. Ja. So, eine Standard ist dran. Wir können direkt die Lava-Fledermaus angreifen. Dann greifen wir beide an. Ja, komm. Achso, aber Dings ist vergiftet, ne? Hm. Nee, erstmal nicht. Vielleicht noch nicht so gut. Ja, ja. Hm. Komme ich natürlich noch nicht hin. Naja. Aber wir müssen ja eh da nach Norden, von daher ist okay. Die muss ich jetzt erstmal heilen, ne? Schlaf dich mal aus. Verdammt. Was? Keine Kohle. Könnte man nicht Geld rübergeben irgendwie? Mhm. Ja. Wie macht man? Warte mal. Einfach auf den so. Geldhaufen. Ja, du hast am meisten. Mach du mal. Ja, ich mache ja schon. Einmal Geld mit deinem Zweitschar. 66 braucht sie. Dann braucht sie noch. Blöde, das sind 35, 6 und 3. Nein. Passt. Keine Ahnung. Aber sie immer noch vergiftet. Warum? Wurde es nicht letztes Mal geheilt? Verstehe ich nicht. Also ich kann ihren Ginseng vorbeibringen, dann kannst du den nehmen, dann ist das Gift wenigstens weg. Ja, würde ich sagen. Dann komme ich mal kurz hin. So, wo haben wir es denn? Das ist komisch, ne? Ich dachte, das wäre... So, da hat sie den Ginseng. Ich weiß nicht, ob du den jetzt schon nehmen kannst. Nein. Nee, okay, dann müssen wir kurz warten. Warte mal, vielleicht sollte ich noch den Fokus heilen? Da ist wieder mein Geld weg, oder? Ach, guck, ach stimmt, hier gibt es ja Segnen in der Stadt. Entfernt alle Flüche. Ach so. Ja, ja, so wirst du fluchlos, aber kein Gift. Mhm. Ja, ja, nee, ich hab's nur gerade bemerkt halt. Mhm. Ach, da. Oh Gott. Oh, das ist super. Hier gibt es eine Kräuter-Enzyklopädie, die kann man als Schmuck tragen. Dann sammelt man Kräuter. Wie, dann sammelt man Kräuter? Na, dann sammelt man Kräuter. Also dann müssen wir vielleicht den Ginseng und so nicht mehr kaufen, sondern finden den einfach unterwegs. Ah, und sowas. Okay, das könnte hilfreich sein. Weil das, die Kräuter sind ja jetzt so teuer geworden. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, ich muss meine Waffe wechseln. Warte mal, die hat... Betäubungs... Nee. Bräuchte... Ich kaufe mal die Drachenpfeife. Oder? Ja. Wenn du bezahlen kannst. Na klar. Der Standi hat's ja. Ja, sicher. Klar. Du musst ja auch keine Kräuter kaufen. Wenn die mal ein bisschen Kohle abbekommen im Kampf, ne, dann... wenn du nicht alles für dich behältst... Ich werde auch ständig von Dieben beklaut. Das war echt übel, ja. Mein Geld ist hier irgendwo sonst wo unterwegs. Ich kurbel die Wirtschaft an auf dem Schwarzmarkt. So, und einmal schlafen. Oh, genau. Guck mal, das ist ein Fragezeichen, das könnten wir uns mal angucken. Hm, das war mir klar, dass du das siehst. So, sie ist jetzt immer noch vergiftet, hat aber von dir Ginseng, ne?
So. Ja. Sehr schön. Oder? Ja. Soll sie mal gucken gehen beim Fragezeichen? Ja. Natürlich. Stehende Steine. Ach so, das. Sollen wir das machen? Fokus kann man da nicht nehmen, oder? Nein, und dann hat sie nur 7% Chance. Nee, dann lass, das ist. Nee, das ist zu wenig. Dann verliert die noch einen Fokus, das wäre schlecht. Das ist aber auch, die sind auch unnett bei den Fokusdingern, bei den Würfeldingern. Ja. Ja, 7% ist ja quasi nichts. Wollen wir mal den Säureblob angreifen? Also wir wollten ja leveln, oder? Achso, wir haben ja die Quest, die abläuft. Na gut, dann vielleicht nicht. Ja. Dann laufe ich mal, ich umlaufe mal die komischen Geistschmelzer. Geht das? Doch, das geht, glaube ich. Mist. Ja, das, ich glaube da oben, das ist, nee, das ist frei, da kann man hergehen, ja. Also rum, ja. Oh, geil, ach, die sammelt die auf der Karte. Ich habe gerade einen Ginseng auf der Karte gesammelt. Dann ist das echt was Gutes. Oh, wunderbar. Ich habe schon gedacht, du hättest wieder irgendeinen Schrott gekauft. Hä? Mach ich das hier aber nochmal anders. Okay, er muss jetzt nur dran denken, vor jedem Kampf. Moment. Vor jedem Kampf muss ich jetzt nämlich meinen. Nein, jetzt kann ich meinen Gegenstand nicht ändern. Oh nee. Ja, jetzt haben wir keine Gruppenheilung, wenn was ist. Ja, wir können zurückziehen. Wir müssen nicht kämpfen. Also dann kommt sie zwar jetzt nicht hoch, aber. Wir können es auch schaffen. Also vielleicht brauchen wir auch keine Gruppenheilung bei dem jetzt. Weiß ich nicht. Wir können auch Hinterhalt machen. 94%, ja, komm. Ja, komm. Der Dämon, oder mit seinem Feuerschwert. Ja, ist das nicht schon wieder der gleiche, den wir gerade in der Höhle eigentlich als Endboss hatten? Das ist sein Bruder. Hier, der Drache üben. Oh nee. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt für eine Waffe ausgerüstet habe. Oh nein. Der hat wieder Kräuter verbrannt. Echt? Ja, sicher. Oh, Arsch. Und auch den Ginseng, den du gerade gefunden hast, glaube ich. Gott sei Dank nicht ein Gottesbad. Oh. Ja, das kann übel ausgehen. Oh, Mist. Also das Schwert ist toll, aber einfach die Würfelwerte sind grottig. Ja, vielleicht doch lieber die andere Waffe wieder nehmen, ne? Aber es sieht so toll aus. Ja, echt hübsch, aber wenn man dann ständig nicht trifft, ist auch kacke. Boah, man braucht so viele Dinger da, das ist... Boah, das war jetzt okay. Ja, reicht aber nicht. Und ja, aber wieder einen perfekten Angriff, ja klar. Und kein Ginseng. Die Viecher hier, die sind echt zu stark. Okay. Sonst nix? Na toll. Sollten auf jeden Fall heilen vorher. Bevor wir den Kampf machen. Gib. Wahrscheinlich schon. Zurück zur Stadt. Nee, Gruppenheilung meinte ich dann gleich. Achso, das können wir auch machen. Ja gut, ansonsten Fokus haben wir dann nicht, aber es... Also wir können auch ein Lager aufschlagen, das geht auch. Achso, ja, das wäre vielleicht sinnvoller. Dann verbrauchen wir nicht extra ein Blatt. Aber die Zelte sind auch teuer, ne? Mhm. Also ich habe kein Zelt, ich kann jetzt keins aufschlagen. Lass uns da hingehen und dann... Ich überlege gerade, ob ich einmal... Warte mal, ich kann... Wenn man da ist, kann man die anderen doch eh rufen, ne? Bei den Heiligen. Nee, bei dem nicht, oder? Wie waren das bei dem? Kann man da die anderen rufen? Ich glaube ja. Weil dann würde ich nochmal zurück zur Stadt gehen und erstmal vielleicht meinen Fokus hochballern und so. Ja, ob das unendlich weit reicht, weiß ich jetzt nicht, ne? Kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Na gut, dann gehe ich hin. Dann muss ich da gleich eine Gruppenheilung für uns. Oh. Ach so. Oh. Ach, es ist ja gar keine Tötungsquest, stimmt. Ja. Das hättest du auch mal sagen können.
habe ich nicht dran gedacht. Dann können wir auch theoretisch nochmal zu Kobold-Korridor oder dahin, ist egal. Ja, dann geht's zum Kobold-Korridor weiter. Wo du eh keine Kohle hast. Also, ja. Ja, stimmt, ich kann mir den Bogen eh nicht. Aha, den Bogen. Die Laute. Wir haben alle gerade keine Kohle. Bringt uns alles nichts. Und wir müssen ja eh nach links zu der Höhle, ne? Aber die schaffen wir jetzt gar nicht. Das ist unmöglich. Also ich bin dafür, wir erlegen hier jetzt ein paar kleine Viecher. Zum Beispiel hier, guck mal, wir könnten zu so einem Todesritterlager gehen. Wird bestimmt einfach. Aber ich denke, in den Lagern gibt es bestimmt gutes Loot. Das denke ich auch. Aber wir müssen auf jeden Fall kämpfen. Und dann, guck mal, hier sind ein paar Kämpfe in der Gegend. Wir können immer noch danach zum Kobold-Korridor gehen. Fangen wir doch einfach hier vielleicht mal den Geist an hier, den Geistschmelzer. Jo, bin ich dafür. Wer ist dran? Achso. Achso, also wenn ich den jetzt angreife, dann greift der Geistschmelzer daneben auch an. Ich glaube ja, außer wir benutzen dann Hinterhalt. Okay? Na, das wird bei mir, also dann muss ich meinen ganzen Fokus halt wegmachen. Schauen wir mal. Also ich kann es halt so machen, einfach mit Erfolgschance halt auf, also ohne Fokus. Und mit einem Fokus dazu? Ach, bin ich blöd. Nee, warte, ich muss nochmal aus dem Kampf rausgehen, weil ich immer noch die falsche Dings ausgerüstet habe. Ich habe keine Heilung gerade. Ich muss nochmal zurückziehen. Ihr müsst dann mal angreifen. Ist okay? Ja, klar. Okay. Weil ich muss erst sonst... Blöd. Okay, jetzt muss ich nochmal... Oh Gott, langsam komme ich hier echt durcheinander mit den ganzen Sachen. Also, das Kräuterding muss weg. Gegen die Heilung. Oh Gott. Ich wünschte, man könnte sich hier so Dinger, so Rüstungssets machen und einfach das da F1 drücken oder so und dann hat man das Rüstungsset. Das wäre schön. Ja, das fehlt, das stimmt, ja. So, also hier habe ich jetzt eine Gruppenheilung. Okay, dann brauche ich nämlich die Babat nicht und kann hier die Laute nehmen. Oh Gott, Mann, ist das immer. Achso, und ich würde ja gerne mal den Obsidian-Bogen gebe ich jetzt mal Dings, aber bitte hier nicht bei dem Mob benutzen vielleicht. Nicht, dass die hier gleich kaputt geht. Ja, aber mal angucken, ne? Das darf ich ja wohl. Ja, ja. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die halt zerstört wird. Okay, dann müsste ich jetzt eigentlich die richtigen Sachen... Nee, warte mal. Doch, jetzt bin ich, glaube ich, richtig ausgerüstet. Oh Gott, kommen wir mal durcheinander. Die hat Gruppenheilung, ja. Okay, dann können wir jetzt das Ding da angreifen. So, dann mache ich mal Hinterhalt so. Oh, sehr schön. Habt ihr sogar. Yay. Mit 31% nur, okay. So, hier kann ich entzaubern. Wiederherstellen braucht gerade keiner. Reflektieren ist vielleicht auch nicht schlecht. Und achso, das ist vielleicht auch gut. Mal das. Sind wir öfter dran, ne? So. Das ist jetzt aber nicht die Laute, die ihr in der hier zurücksetzen kann, oder? Nee, die kann ich zurücksetzen, aber uns schneller machen. Immerhin. Wenn das eine Viech hier werden wir ja wohl kaputt machen. Ich glaube halt wirklich, dass man bei dem Spiel einfach ein bisschen grinden soll eigentlich und wir das so bisher nicht gemacht haben. Ja, ich denke auch. Wir waren ein bisschen zu übermutig. Ja, wir werden es gleich sehen, wie viele EP wir bekommen für den Kampf. Ja, und stimmt. Werden wir immer noch sehen, ob wir viel grinden müssen. Ja, EP so viel ist das nicht. Aber Geld, also wenn ich genug Geld habe, kann ich mir halt wenigstens dann... Dings kaufen. Die Laute, die bessere. Weil die hat auch wieder hier Heilungsdings und die hat Zurücksetzen, stimmt. Die hatte Zurücksetzen und einen guten Angriff. Dann habe ich beides in einem. Wenigstens. Dann kannst du den nächsten direkt angreifen, ne? Ja, ja. Uns geht's ja eigentlich gut. Eine Gruppenheilung kann ich ja noch machen. Oh, ich bin nicht dabei. Oh, na dann nicht. Dann warte ich. Gut, dass du es gesehen hast. Ich habe gerade gar nicht geguckt. Genau, warte mal auf den Mann. So ist das richtig. Kannst du auch einfach Hinterhalt mal so machen? Ist ja eigentlich. Nee, wozu? Ist doch nur einer. Ja, gut, dann wären wir schon mehr dran gewesen, aber. Na, und vielleicht Doppelzug. Ich konnte gerade auch zweimal angreifen. Ja, das stimmt. Also ist nicht so blöd. Weil es, man hat ja keinen Verlust, wenn man es nicht schafft. Deswegen. Aber der hat dich ja angegriffen. Ist ja kein Problem. Schön. Es
wäre, wenn ich wüsste, ob man da irgendwie jetzt die Würfelchance dann erhöhen könnte von den Waffen. Yay. Nur noch ein bisschen, dann habe ich die Laute. Nur noch ganz wenig. Wir könnten mal so Blobviech da probieren auch. Den Säureblob, den hat man noch gar nicht. Und da unten ist ein Fragezeichen. Und der Säureblob, der sieht so gefährlich aus. Ja, irgendwie schon, ne? Ah, den Dämon finde ich schlimmer mit seinen scheiß Entflammen und so. Oh, sehr schön. Oh, was ist das? Äh? Gift-Efeu. Als du kurz nicht aufpasst, stolperst du in Gift-Efeu. Das ist nicht gut. Aber okay. Passiert. Oh, Erfahrungspunkte. Ja, übrigens, wir sind jetzt bei 30 Minuten. Das heißt, liebe Leute, die Folge ist am Ende. Ach, bestimmst du das jetzt einfach, ja? Ja. Okay. Also dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann, tschüss.